Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks für Warframe-Anfänger, Episode Nummer 2. Mein Name ist Taladir, schönen guten Tag. So, wie immer vorneweg gleich die Erklärung. Das wird ein Video, was sich eigentlich an neue Warframe-Spieler wendet, nicht an alte Hasen, die schon seit Ewigkeiten dabei sind. Aber ihr seid natürlich auch herzlichst dazu eingeladen, mitzudiskutieren und zu kommentieren in den Kommentaren. Und ja, da das jetzt alles aus dem Weg ist, würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Tipp. Muss ich Mods auf die Maximalstufe bringen? Ja, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt auf die persönliche, auf den persönlichen Spielstil an. Im Grunde würde ich euch raten, die wichtigsten Mods alle einmal hochzumodden. Das heißt, komplett auf die Maximalstufe zu bringen. Und wenn ihr dann noch Lust und vor allen Dingen auch das Geld und die Fusionskerne dazu habt, dann würde ich so eine Abstufung machen, dass ihr halt für, weiß ich jetzt zum Beispiel Vitality, also in Vitalität, ein volles, dann ein 9er, ein 8er, 7er und so weiter halt einmal runterbekommt, dass ihr das in euren Warframe je nach Levelstufe stecken könnt. Und das ist halt das Praktischste, aber halt auch sehr, sehr kostenintensiv. Ihr müsst auch überlegen, ob es euch was bringt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Zeration, also eine Einkerbung, was den Waffenschaden für Gewehre erhöht, ob ihr den wirklich auf voll bringt, also auf die höchsten Stufe bringt. Es ist unglaublich teuer, diese 10er Mods hochzubekommen, also voll zu maxen und den ja, den Plus an Schaden, den ihr da bekommt, das ist halt wieder so eine Frage, da müsst ihr halt überlegen, ob ihr das halt wirklich maxen wollt oder ob ihr es halt auf einem 8er Rang lassen wollt, denn meiner Meinung nach reicht es auch vollkommen, jedenfalls für neue Spieler. Macht euch da keinen Kopf, dass ihr jetzt irgendwie so, oh, ich habe mein Zeration erst auf Level 8 und jetzt muss ich da alles, was ich habe, reinstecken. Nee. Bleibt da einfach wie immer ganz, ganz locker und ja, schaut einfach mal, wie wichtig es euch ist, dass ihr diesen Mod jetzt hochbekommt. Und wie gesagt, einfach locker bleiben, dann kriegt ihr das schon hin. Wo bekomme ich Warframes her? Ja, das ist auch eine gute Frage, Taladir. Danke, Taladir. Dann werde ich sie mal beantworten. Danke, Taladir. Bitte, Taladir. So, noch Blödsinn. Es gibt 4 Arten, an Warframes zu kommen. Die einfachste Art ist, man geht auf die Sternenkarte. Flups. Geht zum Beispiel auf Jupiter und sieht... Wo ist er jetzt? Ja. Er ist jetzt hier drunter, genau. Sehr schön. Einen Boss. Und das kann ich euch jetzt hier zeigen. Hier zum Beispiel auf der Node War. Da seht ihr das. Sergeant Nev Anjo. Das ist ein Boss und jeder der Bosse droppt garantiert ein Warframe-Teil. Glaube ich zumindest, dass es garantiert ist. Und ja, die müsst ihr dann einfach farmen. Wenn ihr die Blaupause habt, kommt das hier in die Forge. Dann sieht das so aus. Hier seht ihr dann die Ressourcen, die ihr dafür braucht. Und im Durchschnitt braucht jedes Warframe-Teil 12 Stunden. Und jeder komplette Warframe braucht 72 Stunden. Selbstverständlich könnt ihr das noch rushen. Wie ihr hier seht, für 50 Platin könnt ihr den dann komplett fertig bauen. Und ja, müsst ihr halt überlegen, ob es euch wert ist oder ob ihr dann halt die Zeit wartet. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich über den Shop. Dann geht ihr auf hier, Warframes, klickt drauf. Und hier habt ihr dann so ziemlich alle Warframes bis auf die Primes. Alle zu kaufen.
und hier halt auch den Itztal und den Elytron. Das sind dann die Archwings und die funktionieren eigentlich genau wie Warframes. Dann gibt es noch die Möglichkeit, schwupps, über das Void. Ganz viele Void Keys, ganz sehr schön. Da haben einige der, oder eigentlich fast alle, die Möglichkeit, ein unterschiedliches Warframe-Teil zu droppen. Zum Beispiel ist in einem T4 Sabotage, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, können da ganz viele Helme droppen. Von der Nova, vom Loki und so weiter. Also für die Prime-Teile. Und die Möglichkeit gibt es. Und dann gibt es noch die Möglichkeit über das Dojo. Dort gibt es das sogenannte Tenno-Lab, was gebaut werden muss. Dort gibt es auch nochmal drei Warframes. Das sind die Banshee, die Sapphire und der Volt. Und ich glaube sogar ein Archwing. Und ja, danke Lotus, dass du jetzt einfach mal dazwischen quatschst. So, ja, und das sind die Arten, die ihr, wie ihr an Warframes kommen könnt. Wo bekomme ich Waffen her? Ja, das ist auch eine gute Frage, Taladir. Danke, Taladir. So, den Witz haben wir gerade schon gemacht, der ist nicht mehr lustig. eigentlich ist es dieselbe Sache. Es gibt einige Bosse, wie zum Beispiel auf Venus war das, glaube ich. Ist er da? Nein. Auf der Erde? Nein. Merkur? Irgendwo gab es hier einen. Genau, hier. Auf Merkur zum Beispiel Captain War. Der droppt seine Seeker-Pistole zum Beispiel. Ich glaube, war das Pluto? Nein, auf Phobos. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Die Idioten. Ach, die sind auch wieder hier drunter. Weil da gerade eine Infestierung ist. Investition. Dingsbums. Da kommen Captain War und ich glaube Lash Krill. Irgendwie sowas. Und die droppen auch nochmal einen Waffen-Blueprint für die Dual Gremlin, glaube ich. Mit so einer kleinen Bolzenschuss, Doppelkanonen, wie auch immer. Und ansonsten halt wie normal über den Shop. Waffen. Dann könnt ihr euch hier die Waffen oben für Platin kaufen. Oder ihr geht hier unten auf die Blueprints. Das sind die ganzen Waffen, die ihr halt dann normal bauen könnt. Ihr klickt einfach drauf, bekommt dann hier angezeigt, was ihr für die einzelnen Waffen braucht. Hier sind die Schadenswerte auf Level 0. Und eine andere Methode ist natürlich auch wieder über das Void. Klicki klacki, hier sind die Void-Dinger. Und da gibt es zum Beispiel so eine schöne Waffe, wie die ich gerade auf dem Rücken habe, die Soma Prime. Und ja, dann gibt es noch die Möglichkeit über das Dojo. Dort gibt es eigentlich in jedem der vier Labore, also dem Tenno Lab, dem Elektrifizierungs Lab, also dem Energy Lab und so weiter und so fort. Und überall gibt es da die Waffen zu kaufen. Und dasselbe gilt halt auch wie für die Warframes. Die Prime Waffen, wie ihr sie hier seht, brauchen 3 bis 4 Teile. Und dann meistens eine Urukin-Zelle. Das ist jetzt zum Beispiel beim Paris Prime anders. Der braucht keine Urukin-Zelle, der hat halt 4 Teile. Und so sieht das dann hier alles aus, wenn ihr da richtig schöne Sachen habt. Wo bekomme ich Void Keys her? Auch das ist eine verdammt gute Frage. Void Keys gibt es auf unterschiedliche Arten. Zum Beispiel kann man hier bei den Syndikaten, wenn man denn genug Punkte hat, sich hier dieses Void Key Pack holen. Das heißt, man gibt 25.000 Rufpunkte aus und bekommt 3 random Void Keys, wovon einer mindestens T4 ist. Oh, das ist schon mal ganz praktisch. Und da ich hier von denen nichts mehr brauche, zeige ich euch das mal schnell. Ich habe jetzt ein T4 Capture, T2 Capture und T1 Mob Dev bekommen. Nicht so super, aber was willst du machen?
Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel über Missionen wie auf der Erde zum Beispiel, wenn ich es jetzt finde, hier auf Cambria Excavation oder Ausgrabung. Dort bekommt ihr nach allen drei oder vier, glaube ja, drei oder vier Extraktoren, habt ihr die Chance auf entweder einen raren Mod oder ihr bekommt einen Void Key. Dasselbe gibt es natürlich auch bei Survival-Missionen, bei Defense-Missionen und bei Interception, genau, Interception. Interception sind halt die Missionen, wo ihr unterschiedliche Punkte halten müsst und ja, das sind die Arten, wie man an Void Keys kommen kann. Selbstverständlich kann man die auch im Handel traden, da geht ihr einfach mit ihr T, sagt schön, hier, Trading. Ich will so und so die Keys haben. Wer hat die? Ich biete das und das und dann können die einfach getradet werden. Wie schalte ich Planeten frei? Ja, ganz einfach. Ihr geht auf die Sternenkarte und hangelt euch von Boss zu Boss. Schon ist alles wunderbar, denn jeder Boss, gut, der jetzt hier nicht, weil der ein bisschen sehr schwer ist, wie gesagt, da hangelt ihr euch dann weiter und für jeden erlegten Boss bekommt ihr dann ein, lasst es mich kurz suchen, Inventory, ist das hier? Nein, irgendwo war das. Ich find's gleich, ich hab's gleich. Hier haben wir's. Da, irgendwo sind sie. Genau, hier. Eris Nav-Segment, Europa Nav-Segment und so weiter und so fort. Die bekommt ihr dann dadurch, setzt sie hier vorne einfach ein und schon habt ihr den nächsten Planeten freigeschaltet. Gibt es eine Website, die mir weiterhelfen kann? Yep, die gibt es. Es gibt die sogenannte Warframe-Wiki. Die werde ich euch in den Kommentaren unten verlinken. Da klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr euch da erst mal überwältigen lassen, was es alles in dem Spiel gibt. Und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich sagen, nö, da habe ich keine Lust mehr drauf. Super, nee, machen wir nicht. Nein, natürlich nicht. Es ist alles wunderbar erklärt auf dieser Seite, wo ihr einzelne Waffen herbekommt, wo ihr Frames herbekommt, dann in welcher Rotation die... die einzelnen Frames zum Beispiel im Void droppen. Ja, es hat einfach eine sehr, sehr schöne Anlaufstelle und bringt halt auch im, ja, ein paar Hintergrundinformationen zu den einzelnen Sachen, insofern es halt bekannt ist. Und ja, diese Seite frequentiere ich doch auch sehr häufig, wenn ich Fragen habe. Und damit sind wir auch schon durch mit dem zweiten Video. Selbstverständlich seid ihr angehalten, Fragen zu stellen, wenn ich sie hier oder in dem ersten Video noch nicht beantwortet habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls das so sein sollte, freue ich mich natürlich tierisch. Wenn nicht, wie gesagt, die Kommentare sind offen. Ihr könnt gerne eure Fragen da reinschreiben. Entweder beantworte ich sie, eure Fragen gleich. Oder ich werde euch eine kleine Nachricht geben und sagen, dass ich das in einem nächsten Video schnellstmöglichst beantworten werde. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie immer vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja ein Abo, ein Comment oder ein Like dalassen. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ein Küsschen von der Mirage. Mein Name ist Taladir und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!